1978 hatte Brian Eno begonnen, eine Reihe aus 4 Alben zu produzieren, die das Fundament einer ganzen neuen Musikrichtung verkörpern sollten. Die Rede ist von Ambient. Und man kann heute viel über die Quellen, Inspirationen und Vorläufer dieser musikalischen Bewegung sprechen, und doch kommt man daran nicht vorbei, dass all dies von einem einzigen Künstler in einer beispiellosen Art und Weise konsolidiert und entwickelt wurde. Man kann nicht über Ambient reden, ohne über Eno zu reden. Ich möchte mal heute die 2. LP dieser Reihe unter die Lupe nehmen. Ambient 2, The Plateau of Mirror, ist eine Kooperation zwischen Brian Eno und Harold Budd. Der Schwerpunkt des Albums liegt auf Klaviermusik. Und das Klavier ist fortan ein häufiges Instrument in Ambient-Produktionen. Als Instrument erlaubt es sehr gut, die schwebende und zugleich unaufdringliche Atmosphäre eines Ambient-Stückes zu tragen. Ambient ist kein Stil, der feste Instrumente vorschreibt. Es gibt auch keine stilistische Methodologie, keine harmonischen Vorschriften, die hier aufgestellt werden. Und doch, wenn man es hört, weiß man, was es ist. The Plateau of Mirror scheint einer konkreten Arbeitsaufteilung zu folgen. Harold Budd nahm einzelne Tracks auf dem Klavier auf, teilweise Improvisationen und kleine Entdeckungsreisen innerhalb festgelegter Harmonien. Und Eno griff die Musik an dieser Stelle auf und begann sie in einem Mantel aus Sounds und Effekten einzuhüllen. Es ist ein formidables Ergebnis, das hierbei herausgekommen ist. Es ist kein Album, das bei mir einen so hohen Stellenwert hätte wie die 4. LP in dieser Reihe On Land. Doch gibt es hier großartige Momente. Hinzu kommt, dass Ambient nicht nur an der unmittelbaren Hörerfahrung gemessen werden muss, sondern auch gewisse Qualitäten als Hintergrundmusik bestreitet. Das ist eindeutig die Art von Musik, wo ich lieber eine CD als eine Vinylscheibe kaufe. Denn bei CDs gibt es eben zumeist die Wiederholtaste. Und Ambient ist etwas, womit jeder experimentieren kann. Man kann eine solche CD 24 Stunden lang im Raum schweben lassen und so eine weniger unmittelbare Wirkung entfalten. Hey, mir ist klar, dass viele einwenden werden, dass das doch alles Musak sei. Doch das bedeutet nur, dass sie keine Ahnung haben. Die Scheibe besitzt auch nicht die Einfältigkeit eines New Age Albums. Denn hier hat gerade die 2. Hälfte einige sehr sentimentalen Akkorde im Angebot. Ambient drückt sich eben nicht vor der Melancholie und Tristesse, die ebenso eine musikalische Tapete darstellen kann. Es ist schwierig, hier über Favoriten zu sprechen. Above Chiang Mai ist eine tolle, großartige Nummer, die eine klasse Balance zwischen Harold Budds Improvisationsspiel und Enos Effektcollagen darstellt. Der Track schwebt wie ein Vormittagsnebel über der Landschaft und löst sich langsam auf. Wind in Lonely Fences ist sehr atmosphärisch und gutes Beispiel dafür, weshalb Ambient und New Age Musik kaum verwechselt werden können, auch wenn es Leute so oft durcheinander bringen. Among Fields of Crystal arbeitet stark mit Jazzharmonien, die sich langsam zu einer sentimentalen Stimmung zusammenfügen. Das Album ist noch einer der letzten experimentellen, bekannteren Beiträge, die gänzlich analog aufgenommen wurden. Die Geeks und Aficionados behaupten, dass man mit guten Kopfhörern an manchen Stellen die Mechanik von Brian Enos Tonbandgeräten hören kann. Alles in allem ist das hier ein reizvoller Wurf, der gerade Ambient-Forschern kaum unbekannt sein dürfte. Aber ich kann es jedem gut empfehlen, der mal in Ambient reinschnuppern möchte. Wie gesagt, es ist weit davon entfernt, zu meinen Lieblings-Ambient-Alben zu gehören, aber es ist eine verdammt gute CD mit sehr starker emotionaler Wirkung. Es kann ein guter Einstieg für jene sein, die in Ambient reinschnuppern wollen und grundsätzlich die Klangwelt eines Klaviers mögen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Es könnte auch die richtige Musik sein, um den eigenen Schlaf zu begleiten, wenn es leise genug ist. Ich vergebe hier 4,5 Sterne. Dies ist durchaus ein historischer Meilenstein der Ambient-Musik. Harold Budd und Brian Eno, Ambient 2, The Plateau of Mirror aus dem Jahr 1980.